blow a kiss. Fire gun, no need someone to lean on. Blow a kiss. Fire gun, no need someone to lean on. Blow a kiss. Fire gun, no need someone to lean on. Blow a kiss. Hallihallo, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Rezension. Ich möchte euch heute das Buch Wenn nachts der Ozean erzählt vorstellen von Zana Fralior. Ist im CBT-Verlag erschienen, ist ein Hardcover und kostet 16,99 Euro. Es hatte 282 Seiten, die einen unter die Haut gehen. Das Ganze ist ein Flüchtlingsroman. Also wir befinden uns von Anfang bis Ende in diesem Buch in einem Flüchtlingslager und ein ganz, ganz kleines Stück weg von diesem Flüchtlingslager in einem naheliegenden Haus. Wir lesen hier von Sobi. Sobi ist in Australien im Flüchtlingslager geboren und lebt dort jetzt schon sein ganzes Leben. Das sind, glaube ich, 9 oder 10 Jahre. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nicht, was ich euch erzählen soll, weil dieses Buch, es hat nur 282 Seiten, aber nur ist doch schon untertrieben, weil Zana Fralior in jedes Wort solch ein Gewicht legt, dass man schon an wenigen Minuten am Boden liegt und einfach nur weinen will, weil es so schön schrecklich ist. Denn wir lesen hier, wie gesagt, von Sobi, und Sobi stellt sich zum Beispiel jeden Abend vor, dass das Meer das Ozean erzählt, in dem es bis zu ihnen ins Lager an die Zeltplan platscht, sage ich jetzt mal. Man weiß nicht, ist es Fiktion oder, also ich glaube, man soll schon wissen, dass es Fiktion von Sobi ist, weil der Ozean kommt ja nicht einfach mal so in ein Flüchtlingslager rein. Der Ozean lässt ihm immer wieder Sachen da, die angespült werden. Seine Schwester hält ihn ein bisschen für verrückt und seine Mutter, die hat eigentlich schon aufgegeben, wenn man das so sagen kann. Und wie gesagt, bis dahin ist das Ganze noch schrecklich schön, weil natürlich die schreckliche Tatsache, dass Sobi 10 Jahre lang seines Lebens nichts anderes gesehen hat als Zelte, in denen Leute liegen und vor sich hin vegetieren, nichts zu tun haben. Es ist eine drückende Hitze, es gibt Krankheiten, es gibt Verrückte natürlich, was ja kein Wunder ist, wenn man aus einem Land kommt, wo Krieg herrscht und dann in ein Land kommt, wo man gefangen gehalten wird. Denn Australien ist mit eins der Länder, oder ich glaube das einzige Land, die zwar Flüchtlinge aufnehmen, aber diese nicht frei in ihrem Land herumlaufen lassen. Und das finde ich eine harte Tatsache. Das schreibt die Autorin halt im Nachwort, dass man das mal weiß, weil sie hat dieses Buch nur für die Leute geschrieben, die mal wissen sollen, wie es in so einem Flüchtlingslager eigentlich zugeht. Denn diese Leute kommen aus einem fernen Land, um Schutz zu suchen und wollen eigentlich nur Ruhe. Also die meisten, bevor ich jetzt Kommentare gebe, es gibt überall böse Menschen. Ich möchte jetzt sowas nicht in den Kommentaren lesen, bitte. Aber gehen wir mal bitte von den Leuten aus, die wirklich einfach nur Schutz suchen und ihre Kinder retten wollen, ihre Familie retten wollen. Die kommen hier, also nicht zu uns, die kommen dorthin nach Australien und in ein Gefängnis. Denn so wie die Autorin das beschreibt und diese Informationen, die sie halt heimlich bekommen hat und die sie auch bekommen hat, weil sie das anscheinend selbst mit eigenen Augen gesehen hat, lassen einen schlucken. Die lassen einen kein Wort mehr rausbringen, denn man fragt sich dauerhaft bei diesem Buch, oder man fragt sich dauerhaft bei diesem Buch, wie das sein kann, wie ich als Mensch so etwas zulassen kann. Also aus dieser Soldatensicht jetzt zum Beispiel, die diese Leute bewachen. Es gibt hier einen Soldaten, das ist Sobis bester Freund, er ist super lieb und ich finde, genau solche Leute sollten dort auch arbeiten und nicht andere, die da leider die Häufigkeit sind. Ich glaube, ihr merkt, dass das Buch hat mir sehr die Sprache verschlagen. Ich will euch nämlich gar nicht zu viel wegnehmen. Ich werde euch jetzt nicht sagen, was hier noch passiert. Das andere Haus, das wir ein bisschen außerhalb noch beobachten, lesen wir aus einer anderen Sicht. Und zwar aus der Sicht von, ich kann euch ihren Namen nicht mehr sagen. Es ist auch schon wieder so lange her. Jimmy, genau, doch, Jimmy. Jimmy, das Mädchen, hat selber einiges durchzumachen und wohnt halt nah an diesem Flüchtlingslager und lernt Sobi durch mysteriöse Umstände kennen und die beiden fangen an, zusammen ein Buch zu lesen. Es ist, wie gesagt, schrecklich schön. Andere Worte fallen mir dann für nicht ein. Schrecklich und schön. Ich kann dieses Buch wirklich nur jedem empfehlen. Es ist ein Jahreshighlight, definitiv. Eines von den Büchern, die für immer, glaube ich, in meinem Gedächtnis bleiben werden und die für immer in meinem Regal bleiben werden und die einem eiskalt
den Rücken runterlaufen, während man sie liest. Die Worte waren mit Bedacht gewählt, aber ich glaube, Zana Fraliau weiß schon, was sie da geschrieben hat. Also wirklich, wie ich am Anfang gesagt hatte, jedes einzelne dieser Worte hat so viel Gewicht, man fühlt sich einfach nur am Boden, wenn man das liest, und wird aber dann immer wieder hochgehoben in die Lüfte, wenn sie diese schönen, leichten Worte für Subis Umschreibungen hat, die Geschichte, die die Mutter schreibt von Jimmy, und all das, es ist wunderschön gewesen, aber auch schrecklich. Ja, mehr möchte ich zu diesen dünnen Büchlein gar nicht sagen, außer dass ihr es unbedingt lesen müsst. Ich hoffe, es kommt auch noch als Taschenbuch raus, weil ich kann halt verstehen, dass 16,99 € für viele Leute viel Geld ist, für mich auch. Es war ja ein Rezensionsexemplar und es ist ja auch ein dünnes Büchlein. Ich glaube, das E-Book kostet 9,99 €. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich verlinke alle zwei oder drei, wenn es das schon als Taschenbuch gibt. Ich denke aber nicht. In der Infobox alle Ausgaben, und dann könnt ihr euch ja mal da durchklicken. Und meine schriftliche Rezension verlinke ich euch auch nochmal. Da habe ich, glaube ich, ein paar mehr Worte gefunden, als ich jetzt gerade gefunden habe. Ihr könnt mir jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Buch auch schon gelesen habt. Und wenn ja, wie es euch gefallen hat, wie es euch mitgenommen hat, wie es euch nicht mitgenommen hat, falls es das nicht getan hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, lest schon viel. Tschüssi!